Willkommen zurück zu Final Fantasy 14. Ich habe mal die Klasse gewechselt und zwar bin ich jetzt auf Rotmagier umgestiegen, weil einfach der Heiler, ich weiß nicht, ist nicht so. Ja. Ist schon nice, damit komme ich halt schneller in Inhalte. Was für das Let's Play ziemlich gut ist, aber ich weiß nicht, ich bin nicht so der Heiler. Dementsprechend habe ich halt viel mehr Bock auf den DD. Ich habe überlegt, mir den Waldläufer bzw. den Barden hochzuspielen. Allerdings würde das viel zu lange dauern. Also ich habe ein bisschen angefangen, das ist halt Level 9. Und ja, aufzuholen würde jetzt ein bisschen zu lange dauern. Und hier ist halt der Unterschied. Also Rotmagier konnte ich halt direkt werden, weil ich einen Magier schon auf 50 oder höher hatte. Und der Weißmagier zählt ja als Magier. Dementsprechend konnte ich mir den Rotmagier jetzt relativ schnell holen und der ist auch Level 50. Deswegen ist da der Levelunterschied 8 Level jetzt nicht so krass. Ich muss halt gucken, dass ich jetzt hier die täglichen Aufgaben mache, um mit dem Level nicht hinterher zu hängen, was die Hauptstory betrifft. Allerdings sind jetzt die nächsten paar Hauptstory-Quests, glaube ich, sowieso auf 50, also auf Stufe 50 ausgelegt. Somit können wir da ein bisschen was machen. Dauert halt die Inhaltssuche länger, aber die schneide ich ja eh raus. Also von daher nicht so schlimm. Wir reden mit Rauban. Die ultimative Waffe ist die nächste Quest. Wie gesagt, ist auch wieder ein Zufallsinhalt. Beziehungsweise kein Zufallsinhalt, ein Inhalt, den wir zu machen haben. Der, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, auch ähnlich wie der letzte Inhalt ein bisschen dauert. Und ich glaube, da sind wir auch. Man hätte auch hinporten können. Na ja, gut, das kann ich auch den Rest laufen. Der ein bisschen dauert. Also ich glaube, wir werden da alleine im Inhalt werden wir gut, ja, 50 bis 60 Minuten, also circa 45 bis 60 Minuten werden wir da wahrscheinlich drin festhängen und werden jede Menge Spaß haben. Ich glaube, ich werde währenddessen so ein bisschen den Rotmagier erklären. Ich persönlich finde den Rotmagier ziemlich nice, ist jetzt nicht die stärkste Magierklasse. Also der Schwarzmagier ist deutlich stärker, rein vom Burst Damage. Wobei der Rotmagier nicht verkehrt ist, also Rotmagier ist auch ziemlich nice. Genau, hier sollen wir rein. Melde ich mich schon mal an. Teilnehmen. Mal gucken, wie viele Leute dann die Daily machen. Wir haben jetzt wieder kurz vor 17 Uhr, also kurz vor Reset. Weil ich denke mal, da die meisten Leute dumm sind in dem Spiel, wie wir in der letzten Folge auch festgestellt haben, werden sie es nicht gebacken kriegen, sich vor 17 Uhr anzumelden. Was ein typisches Problem ist. So, Rotmagier ist ziemlich nice. Ich kann mal versuchen, vielleicht mal zu einem Gegner zu gehen und ein bisschen zu zeigen, was er kann, während wir jetzt schon mal hier sind. Brauche ich es nicht im Inhalt zu erklären, weil das wird ein bisschen schwierig, da wir dort die meisten Gegner umbursten werden, die da rumrennen, außer die Bosse, aber ja, da das zu erklären wird ein bisschen schwierig. Rotmagier ist ziemlich nice. Und zwar hat der Rotmagier sowohl Nahkampf als auch Fernkampf. Ihr seht da die Leiste, die sehr nett mitten im Bildschirm rumhängt. Die will ich da nicht. Generell das Layout, was ich hier besitze, ist nicht das Layout, mit dem ich final spiele, also auf meinem Main-Account. Aber ich denke mal, fürs Let's Play wird das vollstens reichen. Schauen wir mal, genau, der Balken ist hier oben. Und zwar haben wir einmal weißes Mana und schwarzes Mana. Wir haben diverse Spells, die uns Mana geben. Und zwar zum Beispiel haben wir hier bei Stoß, das ist so der Anfangszauber, mit dem beginnt man seine Combo letztendlich, gibt je drei schwarzes und weißes Mana. Also der Balken geht immer bis 100 hoch jeweils. Und dann haben wir noch Ex-Blitz und Ex-Wind, die jeweils 11 geben. Also 11 schwarzes und 11 weißes Mana. Und die haben nochmal eine 50-prozentige Chance, dass entweder nee, nicht Ex, sorry, Erz, Erzfeuer oder Erzstein procken können. Womit wir auch Schaden machen, was nochmal, was auch ziemlich stark ist als Zauber, also stärker als Stoß. Ich werde auch gleich erklären, warum ich das erwähne, obwohl die zwei schwächer sind als die Anfangszauber. Geben auch jeweils 9, also 9 schwarzes und 9 weißes Mana. Da haben wir nochmal eine physische Attacke. Fläche, Fläche, wie auch immer man es aussprechen mag, ist ziemlich stark. Dann einmal ein Skill, mit dem können wir uns an Gegner ranziehen. Und dann haben wir drei Nahkampf Attacken, die ziemlich nice sind, die auch eine Combo sind, die man halt nacheinander am besten ausführen sollte, damit man nochmal deutlich mehr Schaden macht. Und ein Wegspringen vom Gegner. Ich glaube, so für den Anfang reicht das, weil das sind so die 50er Skills. Warum ich jetzt erwähne, wegen den beiden Skills, weil die ja schwächer sind vom Attackenwert als die zwei, die Anfangsskills,
die eine Wahrscheinlichkeit haben, die zu brocken. Und zwar ist es nämlich so, dass der Schwarzmagier, der Rotmagier eine besondere Mechanik hat. Und zwar, wenn er einen Zauber benutzt, hat er danach eine gewisse Zeit, kann ich das bei dem Gegner testen, ohne dass er mich tötet, hat er eine gewisse Zeit, mit dem er nach dem Zauber den nächsten Zauber, also hier Doppelzauber haben wir jetzt aktiv, mit dem ich jetzt den nächsten Zauber direkt casten kann. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel direkt auf X-Blitz, ohne den Cooldown von X-Blitz zu triggern. Und das Ganze würde auch funktionieren, ja, Vorführeffekt funktioniert nicht, würde auch funktionieren, wenn die 50% Wahrscheinlichkeit von Erzfeuer zum Beispiel prockt. Also ich würde euch mal zeigen. Das bedeutet, wir starten immer mit Stoß, kriegen den Doppelzauber, machen dann Erzblitz. Jetzt kann ich zum Beispiel Erzfeuer casten, hat auch einen geringeren Cooldown und kann danach in der Theorie direkt wieder Erzblitz einsetzen. Hier seht ihr es. Also sprich wieder den stärkeren Zauber und die Erz, also Erzfeuer und Erzstein sind stärker als Stoß. Dementsprechend sollte man natürlich auf die Zauber dann gehen, um die Combo wieder am Laufen zu halten mit dem Doppelzauber. Warum man es so startet und warum man nicht die zwei benutzt, ist einfach der extreme Cooldown-Unterschied. Und zwar hat, beziehungsweise der Cast-Unterschied. Stoß braucht ca. 2 Sekunden in der Cast-Zeit zum Ausführen. Erzblitz und Erzwind zum Beispiel brauchen knapp 5 Sekunden. Also sind mehr als doppelt so lang. Sind zwar stärker, ja, aber nicht mal doppelt so stark, dass sich die doppelte Cast-Zeit rentiert. Bedeutet, wir starten oder spielen die ganze Zeit mit Stoß. Danach machen wir halt Erzblitz oder Erzwind, je nachdem, was für Mana wir brauchen, zum Vollkriegen. Das kann ich jetzt in der Zeit weitermachen. Machen halt die anderen beiden Zauber, in Hoffnung, dass natürlich dann die 50% Wahrscheinlichkeit prockt. Damit wir dann den nächsthöheren Zauber casten können. Und werden so unsere Mana-Leiste auffüllen. So, was ziemlich häufig passieren wird, ist, dass ich das mit einem Doppelzauber verraffe, beziehungsweise die Combo einmal falsch mache und vergesse, dass Doppelzauber aktiv ist oder eben nicht aktiv ist und werde dann aus Versehen einen langen Zauber casten. Den muss ich dann abbrechen durch Bewegung. Also ihr seht den Damage Output, wir sind gerade mal Level 50 und Level 49, Gegner sind halt echt gar kein Problem. Ich will euch noch zeigen, wie es aussieht, wenn die Mana-Leiste ganz voll ist. Ich glaube, so kann ich den Rotmager ziemlich gut erklären, ohne dass wir in einem Inhalt sind. Und dann werde ich euch die Combo zeigen. Fläche könnte ich auch mal benutzen. Ist halt unfassbar stark, das kann ich jetzt mal machen. Zack, hat auch noch gekrittet. Also der Zauber ist unfassbar stark. Wir werden es gleich mal bei einem Großen probieren, dann gehe ich in den Nahkampf. Denn wenn wir nämlich... Ah, jetzt habe ich zum Beispiel mit dem Doppelzauber verrafft. Ich habe den langen Zauber gecastet. Wie gesagt, das passiert mir sehr häufig. Also ich bin jetzt nicht unbedingt ein guter Rotmagier. Habe ihn halt recht lange gespielt. Und ich finde einfach, er macht unfassbar viel Spaß. So, wenn man nämlich genügend Mana hat, also jetzt haben wir beide auf 100, verändern sich nämlich die drei Nahkampf-Spells. Und zwar machen sie nämlich mehr Damage. Das machen sie jetzt schon. Jetzt sieht man leider den Base-Damage nicht. Hier sieht man den Damage in der Combo. Kann ich es vielleicht besser zeigen? Ich denke mal, mein Mana wird noch lange aufrecht bleiben. Kommandoliste. Kann ich es hier besser zeigen? Was ist denn der Standard hier? Attackewert 130, 210. Genau, hier sieht man es nämlich. Und zwar, wenn man nämlich genug weißes und schwarzes Mana hat, geht nämlich der Damage, zum Beispiel von dem Nahkampf, von dem Standard-Nahkampf-Skill, geht von 130 auf 210 hoch. Dadurch aktiviert sich eine Combo, dann kann ich aufs nächste rübergehen, was 100 bzw. 150 in der Combo macht, allerdings mit genug Mana auf 290 hochgeht, also wird knapp verdoppelt. Danach kommt der nächste Combo-Skill, das ist nämlich der hier. Der hat an sich einen Attackewert von 100, in der Combo allerdings 230 und mit genügend Mana geht er auf 470 hoch und das ist unfassbar viel. Später, wenn unser Level hoch genug ist und wir den Skill erlernt haben von der Job-Quest, können wir nämlich nach der Combo, nach dieser Dreier-Combo, noch X-Flair zum Beispiel benutzen, was auch unfassbar viel Schaden macht. Also später, der Rotmager wird so stark, später nach der Nahkampf-Combo,
werde jetzt mal nur im Nahkampf mal einen Gegner rangehen. Also ich charge ran. Sprich, ich benutze den Skill hier. Danach die Combo und dann das Wegspringen. Und das sollte, ja, wahrscheinlich vorher schon reichen. Probieren es mal an dem hier aus. So, einmal ranchargen. Erster Nahkampf. Zweiter. Dritter. Und Wegspringen. Ja, das Wegspringen hat schon gar nicht mehr funktioniert, weil der Gegner vorher gestorben ist. Gut, oder? Das ist der Rotmager. Das ist der Rotmager jetzt im... ganz kurz erklärt. Der Rotmager hat noch Heilskills. Also er hat auch Erzvita und Erzwiederbeleben zum Beispiel. Das heißt, gerade in größeren Instanzen kann er auch den Heiler wiederbeleben, wenn der mal falsch gestanden hat und gestorben ist. Was immer sehr, sehr gut ist. Machen die wenigsten, habe ich festgestellt. Also ich glaube, das sind die, die es nicht raffen. Die habe ich jetzt hier oben hingelegt. Erzvita und Erzwiederbeleben. Habe ich allerdings noch nicht, weil man die auch erst in der Jobquest freischaltet. Man sieht es ja hier mit Level 54. Also wir müssen erstmal Level 54 sein. Ich glaube, das ist nicht mal für eine Jobquest, weiß ich aber gar nicht. Aber ansonsten ist unser Level auch zu niedrig. Es gibt Erzflair und Erzsanctus, die man beide benutzen kann. Nach der Combo mit aufgefülltem Mana. Allerdings sind beide gleich stark. Deswegen ist es, glaube ich, egal, welchen man nimmt. Ich nehme immer Erzflair, weil ich glaube, Erzflair sieht ein bisschen cooler aus. Jetzt kann ich mir den nochmal angucken. Warum kann nicht im Kommandomenü angelegt werden? Moulinette. Warum habe ich Moulinette nicht unten drin in der Leiste? Moulinette ist der hier. Ach, das ist, glaube ich, der letzte Skill, ne? Oh, ich werde hier gerade angegriffen. Oh, haben wir das Wegspringen noch gezeigt. Stimmt, das ist, glaube ich, der letzte Skill in der Angriffskombo, oder? Ah, ne, macht AOE. Auf Gegnern vor mir. Deswegen habe ich nicht unten drin. Okay. Ja, ansonsten halt müssen wir noch ein bisschen leveln. Impact gibt's auch noch. Impact auch ein ziemlich cooler Spell. Den habe ich auch hier unten schon mal drin. Allerdings erst mit Level 66. Ist, im Grunde genommen... Ich muss gerade überlegen. Stoß. Bedingung Impact bereit. Ah, das macht Stoß 2 dann, ne? Oder? Eigenschaften. Ich muss gerade mal schauen. 66. Genau. Gewährt ihr beim erfolgreichen Ausführen von Stoß den Status Impact bereit. Das ist im Grunde genommen dann Ersatzskill für die beiden hier, den man machen kann. Hat auch einen extrem geringen Cooldown. Also man kann dann variieren, man kann dann starten. Ah. Okay, ist etwas schwierig zu erklären, so im Trockengang, ne? Merke ich gerade. Vor allem, wenn man die nötigen Level noch nicht hat. Um da das ausführlich zu erklären. Und zwar kann man nämlich, wenn man Stoß benutzt, dann bekommt er Impact bereit. Später mit Level 66. Das heißt, man macht Stoß, Erzblitz. Und für den Fall, es sollte Erzfeuer nicht bereit werden, ist Impact bereit. Impact bereit. Ist Impact bereit. Das heißt, man braucht nicht mit Stoß dann seine Combo neu starten, sondern mit Impact. Und Impact ist halt deutlich stärker als Stoß. Beziehungsweise auch als Stoß 2, glaube ich, ne? Wir haben hier 180 drin stehen. 180. Stoß 2 hat 240. Ja, Impact hat 270. Das heißt, man startet dann seine Combo mit Impact, weil es ja dann bereit ist. Macht dann wieder Erzblitz oder Erzwind. Hofft, dass eins von den beiden abkommt. Wenn es nicht wird, startet man wieder mit Stoß. Bekommt dann wieder Impact bereit. Macht seine Combo dann wieder weiter mit den beiden. Hofft, dass einer von den beiden abkommt. Wenn das wieder nicht der Fall ist, was sehr unlucky wäre, hat dann wieder Impact und so weiter. Also man variiert dann die Combo halt zwischen den beiden durch, die Startkombo. Klingt, glaube ich, so im Trockengang schwieriger und verwirrender, als es letztendlich ist. Man muss sich da reinfuchsen. Es gibt auch Leute, die... Oh, jetzt hatte ich mal in einem Zufallsinhalt... Hatte eine mir ernsthaft versucht zu erklären, wie der Rotmager funktioniert und liste dann die Combo auch noch falsch auf, weil er gemeint hat, ich soll meine Combo mit den beiden zuerst starten, nicht mit Stoß und bla 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 und nur beim Boss und so weiter. Wo ich mir denke, Junge, das ist so unnötig, weil die halt doppelt so lange Castzeit haben und ich weniger Damage mache.
als wenn ich die Combo im Normalgang ausführe, egal. Hat daraus resultiert, dass die anderen drei mich aus dem Inhalt geworfen haben. Was halt leider so ist. Ja, das sind halt auch Menschen. Dumme Wesen. Der Typ hat auch Bock. Wartet anscheinend auch auf den Inhalt. Gut. Ich glaube, ich habe jetzt genug vom Rotmagier erklärt. Wir werden ihn dann gleich in mehr oder weniger in Action sehen, in einem Inhalt, wo Action jetzt nicht so groß geschrieben wird, weil da einfach alles umgeburstet wird. Dementsprechend würde ich sagen, haue ich hier wieder einen Schnitt rein. Und wir sehen uns dann gleich, wenn die Gruppe gefunden wurde. Bis gleich. Und wir haben was gefunden. Punkt 17 Uhr. Als hätte ich es nicht geahnt. Um 17 Uhr zum Daily Reset melden sich die ganzen Vollidioten an. Ich wusste es. Leute, ihr könnt mir glauben. Ihr könnt euch vor 17 Uhr schon anmelden für einen Zufallsinhalt. Es sei denn, es wird jetzt rausgepatcht, nachdem ich es sage. Dann tut es mir leid. Aber ihr könnt euch vor 17 Uhr schon anmelden für einen Zufallsinhalt, um die XP abzustauben und die Steine und was weiß ich was. Und wenn der Zufallsinhalt vor Abschluss über 17 Uhr hinausgeht, bekommt ihr für den nächsten Tag schon eure Belohnung. Vertraut mir. Jetzt hat man es wieder gemerkt. 7 andere Vollidioten, die es nicht wissen. Na gut, wir gönnen uns jetzt erstmal Zwischensequenz. Sehr schön. Mal gucken, ob die Leute hier spielen können. Ist hier nicht so schlimm wie in der letzten, wie im letzten Inhalt. Das heißt, so viel verkacken kann man ja nicht. Es gibt nur ein paar Leute, die meinen, sie würden hier Zeit sparen, indem sie es dann trotzdem nicht machen. Das ist immer das Ärgerliche. Aber es ist okay. Wie gesagt, wir sind jetzt ungefähr eine Stunde hier gefangen. Wir läuft jetzt hier erstmal durch. Versuche ich so ein bisschen die Mechanics hier zu erklären. Die ersten Gegner kann man stehen lassen, weil ja, man muss nicht besiegen, man muss nur ans Terminal kommen, um dann in den nächsten Abschnitt zu porten. Die Gegner hier müssen wir jetzt erledigen. Oh, ich glaube, ich bin zu früh losgelaufen, ich habe kein Protoss, aber ist nicht so schlimm. Es gibt hier echt Schlimmeres. So, müssen jetzt hier die Gegner erledigen. Einer von denen lässt einen Schlüssel fallen. Den brauchen wir. Dann ans Terminal. Ah, der eine hat auch schon keinen Bock auf das Ganze. Versuche auch schnell zu sein. Hier kann man jetzt in der Theorie durchrennen. Das heißt, man ignoriert hier auch alle Gegner. Ah, nice, der ist Tank sogar. Sehr schön. Einfach durchlaufen. Man muss sie nicht erledigen. Man kann die Gegner hier erledigen. Ja, aber ist doch eher uninteressant. Auch die zweite Gruppe lässt man in der Regel stehen. Sehr gut, scheint mit denen zu funktionieren. Dann springt man hier einmal runter. Dann hier einmal runter. Jetzt kann man auf den Tank warten oder man rennt durch. Das ist immer so bei mir so 50-50, je nachdem wie weit der Tank ist. Aber da der Tank hier relativ weit vorne ist, oder relativ weit bei mir, lasse ich ihn die Leute tanken.
Dann geht man hier wieder ans nächste Portal. Teleportiert sich wieder, dann sind wir jetzt schon vom ersten Boss des Dungeons. Der Dungeon hier hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bosse. Wenn ich jetzt mich nicht verzählt habe, 5 oder 6 Bosse. Und wir sind gleich beim ersten. So, im Regelfall wartet man hier. Ja, die ersten sterben, weil sie es anscheinend nicht kennen. Oder es nicht rechtzeitig durchgeschafft haben, weil sie einfach zu langsam sind. So, sobald ein Tank da ist, kann man eigentlich loslegen. Man muss hier nämlich auch die paar Gegner erledigen, die hier rumrennen. Dann wird auch hier wieder ein Schlüssel fallen gelassen. Den brauchen wir auch wieder fürs Terminal. Das Gute ist, wir haben einen Baden und einen Maschinist auf jeden Fall dabei. Eine Bade generell nice, aber da werde ich dann auch näher drauf eingehen, wenn wir irgendwann selbst einen Baden spielen. Das sind die Fresse. Also man kann ja ruhig mit Cooldowns um sich werfen. Terminal aktivieren bitte. Einfach weil die Zwischensequenzen so lange dauern, dass man eh seine Cooldowns wieder ready hat nach einer Cutscene. Aber jetzt kommt zum Beispiel wieder eine. So, wir sind beim ersten Boss. Das Einzige, was hier richtig ätzend ist, abgesehen von den Zwischensequenzen, wobei die gut sind, wir haben jetzt auch etwas über Sids Vater erfahren, ist die Tatsache... Oh, nice, okay, er ist gut. Einige Leute, die einfach nach der Cutscene minutenlang danach noch stehen bleiben, was ich irgendwo nachvollziehen kann, weil sie halt während der Cutscene einfach, keine Ahnung, auf Toilette gehen, sich einen Kaffee machen, sich was zu essen, keine Ahnung. Und dementsprechend lange nicht da sind, so wie jetzt gerade auch. Also viele sind immer noch nicht da. Das ist eigentlich so das einzig Ätzende. Das Schlimmste ist halt, wenn es die Tanks sind, die nicht reingehen. Oder die weg sind. Das ist das Einzige, was wirklich nervig ist. So, wir können jetzt mal reinspringen. Wobei ich habe noch Erze vorher, das hätte ich mir sparen können. Auch blöd von mir. Kombo falsch gestartet auch noch. Unlucky. Aber er ist down.
Also ich bin immer ruhig zwischen den Zwischensequenzen, auch wenn nicht gesprochen wird, was eigentlich unnötig ist. Es gibt hier aber auch ein paar Sequenzen, wo gesprochen wird gleich noch. So, jetzt müssen wir den Fahrstuhl nach unten nehmen. Ach, wir sind gleich an der Stelle. Gut. Ich weiß, wo wir sind. Jetzt müssen wir auf den Fahrstuhl drauf. Das schaffen die wenigsten auch noch. Je nachdem, wie lange gewartet wird. Ja, der eine noch. Nice, wir sind alle drauf. Das ist doch schön, dass alle mal mitmachen. So, das ist jetzt zum Beispiel eine kurze Stelle, wo Leute immer denken, sie können ein bisschen Zeit sparen, was komplett unnötig ist. Und zwar kann man einfach Sprint aktivieren und straight up durchrennen, weil... Also man könnte jetzt hier links am Rand noch entlang laufen, dann wäre ich jetzt von den zwei Gegnern nicht gesehen worden, beziehungsweise könnte man jetzt auch an dem Großen vorbei, ohne gegen ihn zu kämpfen, was ich persönlich immer, ja... bisschen Zeitverschwendung sehe, weil die Gegner sind nicht stark, das heißt, man kann die einfach schnell umlegen. Warum soll ich mir einen Akt machen und versuchen, an denen vorbei zu sneaken, wenn wir die auch zu 8 locker besiegen können? Immer so eine Sache, die ich nicht verstehe. Hier wird jetzt auch LB benutzt, was auch vollkommen in Ordnung ist, weil wir werden wahrscheinlich nicht groß dazu kommen. Den Limit Break gezielt beim Boss einzusetzen, weil der Limit Break sich immer wieder resettet. So, man muss dann einmal hier hingehen. Mein Kennschlüssel-Laser. Hoffen, dass jeder einen mitnimmt. Und dann einmal hier hoch. Genau. Sorry, Schluck auf. Was wollte ich sagen? Genau, Limit Break resettet sich nämlich vor jedem Boss, glaube ich. Zumindest hier, also bei jeder Cutscene. Somit braucht man den Limit Break nicht aufsparen. Das heißt, es wird wahrscheinlich der einzige Limit Break sein, den wir überhaupt gesehen haben jetzt im gesamten Dungeon. Weil vorher die Bosse immer sterben, bevor wir die voll kriegen. Man kann es jetzt hier einsetzen, man hätte es auch beim nächsten Boss einsetzen können. Spielt aber im Großen und Ganzen keine Rolle. So, wenn wir den Schlüssel haben, geht das mit dem Fahrstuhl nach oben. Und dann an die Kampfmaschine. Und dann sind wir bei der nächsten Zwischensequenz. Ja, jetzt sind wir mit der Kampfmaschine unterwegs. Ach, wie stimmt, wir sind an einer Mauer vorbeigelaufen. Oder an einer Wand, die hätte ich euch noch zeigen können. Habe ich komplett verpeilt. Aber da müssen wir jetzt wieder hin. Und die Wand zerstören. So, los geht's. Jetzt sind wir in der Kampfmaschine, haben zwei Skills. Und mit denen rasen wir jetzt hier durch. Man könnte auch versuchen, die Gegner zu treffen. Warum kann ich nicht? Spiel. Na gut. Ich glaube einfach mit. Scheint nicht so zu funktionieren, wie ich es jetzt gerne hätte. Und wie kriege ich es nicht gebacken? Ist aber auch nicht schlimm. Sind ja 7 andere da, die es anscheinend hinkriegen. Bedeutet, wir laufen einfach mal.
Genau, da ist die Wand. An der sind wir gerade eben auch vorbeigerannt. Die wird jetzt einmal zerstört. Und dann können wir weiter. Ach, auch lustig. Der eine ist ausgestiegen aus seinem Kampfanzug, was auch vollkommen in Ordnung ist. Warum kann ich nicht schießen? Ach, ich bin ja auch dumm. Ich habe ja da ein Feld, mit dem ich, das ich legen muss. Oh. Vergesse ich auch jedes Mal. In den meisten Fällen renne ich halt einfach vorbei. Oder hier durch mit den Leuten. Ja, hau mich zurück. Wir können es auch machen wie der Ninja und einfach aus dem Anzug rausgehen. Hätte man auch seine Ruhe. Ah, gut. Ihr seht, das hier ist halt einfach. Einfach durchgerenne. Nächste Wand. Nächster Arm. Hau mich nicht. Weg mit dir. Schön draufballern. Und das dürfte, glaube ich, schon gewesen sein. So, jetzt noch ein bisschen gelaufen und dann kommt eigentlich schon der nächste Boss. Ja, gut. Und die nächste Zwischensequenz einfach.
Das ist Nero. Der sich auch auf die Seite der Feinde mehr oder weniger gestellt hat. Er kennt Sid. Sehr, sehr lange kennen die beiden sich schon. Und Nero ist so ein bisschen... ja, eifersüchtig auf den Erfolg, den Sid errungen hat. Einfach weil er halt ein extrem überragender Ingenieur ist. Und vor allem Sids Vater viel dazu beigetragen hat, eben zur Ultima-Waffe. Und auch zu dem ganzen bösen Zeugs eben. Und Nero hat immer so ein bisschen darunter gelitten, dass Gaius eher Sid haben wollte in seinem Team als Nero zum Beispiel. Obwohl Nero ja auch jetzt nicht unbedingt der verkehrteste Typ ist. Okay, Nero hat dazu beigetragen zur Ultima Waffe. Okay. Ja. Das ist, glaube ich, jetzt so ein mehr oder weniger einmaliges Treffen jetzt mit Nero. Sage ich jetzt einfach mal, nur als kleiner Spoiler, er ist nach dem Kampf hier nicht aus der Welt. So viel sage ich schon mal. Das heißt, es könnte passieren, dass wir ihn früher oder später irgendwann mal wieder treffen. Und der Mr. Hammer-Typ. Der Bosskampf ist auch relativ simpel. Wie eigentlich das ganze Ding hier. Also das ganze Ding hier ist eigentlich nur... Es ist eine geile Story. Definitiv. Um es einmal gesehen zu haben, reicht es auch. Dass man es halt nie skippen kann, ist so der Tod. Aber man muss da halt durch. Es lohnt sich halt später auch, die Dinger täglich zu machen. Bin ich ganz ehrlich. Sehen andere nicht so. Aber ihr seht, es gibt Leute, die machen es. Allein die Leute, die jetzt hier sind, die machen das alle auch nicht zum ersten Mal. Ist wahrscheinlich nicht sogar der Einzige, der es zum ersten Mal macht. Zumindest mit diesem Charakter. Wir warten jetzt auf besseres Wetter anscheinend. Okay, wir haben den einen oder anderen auch verloren anscheinend auf dem Weg hierher. Was gar nicht so schlimm ist, denn wenn man den Fight startet, haben die anderen nach ein paar Sekunden die Chance, hier rein zu teleportieren. Also alles easy. Ich werde dafür auch mal zu starten. Ich weiß nicht, warum man jetzt noch wartet. Wie gesagt, der Bosskampf ist ganz simpel. Er macht gleich auch ein Energiefeld. Mehr oder weniger hier um sich rum. Also man kann sich dann nur noch in der Mitte aufhalten, ansonsten kriegt man Schaden. Dann kommen noch ein paar Hände, die einen immer wieder versuchen rauszustoßen aus diesem sicheren Kreis. Und dann kann man einfach wieder reinlaufen. Das ist eigentlich so die Mechanik. Okay. Was mit dem Chat? Wen denn? Wen meinen die? Den Shadow Longfall? Nee, warum? Oder meinen die den anderen Healer? Hä? Bin etwas verwirrt. Und klar, die beiden sind jetzt nicht da, aber die spawnen doch nach, wenn wir den Boss starten. Ach, und der eine ist halt wirklich AFK. Jetzt wieder da. Weiß nicht ganz, was das Problem ist. Ich meine, wenn wir den Boss starten, kann er doch zu uns porten. Ist doch jetzt egal, ob er jetzt den ganzen Weg laufen muss. Oder nicht. Also ich verstehe das Problem hier nicht, leider.
Warum muss man den jetzt kicken? Das verstehe ich nicht. Das ist auch ein Level 70er überall. Der macht es halt auch für seine Daily so. Für die Steine. Warum er immer er sie jetzt noch braucht, aber. Nee. Ich würde ihn nicht kicken. Also. Das ist das Problem, was ich habe. So, Leute, startet doch einfach. Na gut. So viel zu LB. Ich habe sowieso LB gar nicht in meiner Leiste drin. Was auch kompletter Fail ist von mir. Muss ich dann später noch umändern. Ja, so, das war jetzt auch wieder so typisches Geheule. Das sind alles Level 70er Spackos. Jetzt habe ich sogar meinen Doppelzauber verkackt. Alles Level 70er Spackos. Ich verstehe nicht, warum man jetzt den einen kicken wollte. Das ist nicht nachvollziehbar. Also nicht in so einer Instanz, wo es sowieso egal ist. Ob er da ist. Natürlich ist es ärgerlich, jemanden mitzuziehen. Ist vollkommen nachvollziehbar. Also ich hätte auch nicht Bock, irgendeinen mitzuziehen. Aber wenn er sich wirklich verlaufen hat irgendwo da oben oder er das halt nicht kennt oder was weiß ich, was sein Problem war, dann kann man doch einfach den Boss starten, weil wenn man den Boss startet, hat der andere automatisch die Chance nachzuporten. Und er ist jetzt auch hier. Also, ja. Nicht nachvollziehbar, dieses Geheule von dem. Deswegen habe ich ihn jetzt nicht gekickt. Wenn er wirklich AFK gewesen wäre, der andere. Dann hätte ich gesagt, okay. AFK rumstehen, so jemanden ziehe ich nicht mit. Aber wenn er offensichtlich ja unterwegs war oder mitspielt, dann, ja, sehe ich keinen Grund, da jemanden zu kicken. Weiß nicht, ihr könnt mir eure Meinung mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ob es wirklich so krass ist, wenn jemand nicht mitläuft. Ich meine, gut, war jetzt in dem Fall ein Heiler. Allerdings in einer Instanz, in der es jetzt nicht so wichtig ist, einen zweiten Heiler dabei zu haben. Also ich rede jetzt nur von dieser Instanz. Ich rede jetzt nicht von allen Inhalten, wenn da einer nicht mitläuft oder so. Ich rede jetzt wirklich nur von dem, was hier gerade vorgefallen ist, dass er halt eben irgendwo festhing und wir halt weitergelaufen sind. Aber wie gesagt, allein der Fakt, dass wenn du den Boss startest, er nach ein paar Sekunden nachporten kann und dann mit beim Boss steht, dann verstehe ich das Geheule nicht, warum man ihn kriegen will. Mit dem Chat überhaupt noch was geschrieben? Nee, ne? Das haben sie auch alles ignoriert. Ich muss auch mal hier. Kann ich nicht machen. Mache ich dann auch später. Ich brauche auf jeden Fall einen Tab mit nur dem Chat am besten. Hier wollten die auch, dass ich LB benutze. Zu Beginn des Kampfes. Was natürlich vollkommen richtig ist. Aber ich habe LB in meiner Leiste nicht drin gehabt. Und es ist eigentlich auch vollkommen egal, ob ich LB starte oder ein anderer Fernkämpfer. To be honest, soweit ich weiß, macht es keinen Unterschied. Weil alle Fernkämpfer AOE-Schaden machen. Und ich glaube, das ist immer gleich stark. Ich weiß nicht, ob Magier und Ding stärker sind. Weil wir auch einen Ninja haben. Er ist ja Nahkämpfer. Er hätte LB machen können, wäre stärker gewesen. Aber gut, ist nicht schlimm. Wir machen weiter. Wir befassen uns nicht mit so Kleinigkeiten. Hier in einem kleinen, in einer kleinen Instanz. Verrate mir doch, wofür kämpfst du so verbissen?
überaus edel. Aber glaubst du auch an Eosea? Diese Fassade der Eintracht, die auf Illusionen gebauten Städte, der einlullende Glaube an Götter. Eosea ist ein einziger Filz aus Lüge und Wahn. Würdelos, wie ihr Zivilisierten vor den Götzen der Wilden zusammenzuckt. Sie helfen ihrem Volk, wogegen eure Götter sich dessen kaum befleißigen. Sind eure 12 beschäftigt? Verstecken sie sich vor mir. Wenn ihr sie so verehrt, so ruft sie doch wie damals auf der Heide von Cartenau. Oder zögert ihr, weil sie mir unterliegen würden? Und vergiss nicht ihren Tribut, die Unmengen an Äther, die sie der Erde für jeden Gastauftritt in Rechnung stellen. Seht ihr es nicht? Was sind eure Götter anderes als Parasiten? Genau wie die Primae, die dem Land den Äther entziehen. Ihr ahnt es selbst. Und doch verschließt ihr die Augen. Warum huldigt das dumme Volk ihnen noch? Warum war der große Louis war zu blind, es zu sehen? Weil eure Anführer schwach sind, rückgratlos und ohne Willen zur Macht. Die Welt ist für uns Weltliche gemacht. Wir sind ihre Existenzberechtigung. Uns gehört sie, denn wir haben um sie gekämpft, während die Götter schliefen. Und was ist natürlicher, als dass der Stärkste die Schwachen beherrscht? Die Erde blutet aus, weil niemand verhindert, dass man sie zur Ader lässt. Ich aber werde die Ordnung dieser Welt neu errichten. Ich wasche hinweg die Lüge dieser Welt. Ich bin ihre Rettung. Und die Helden wie dich werde ich zermalmen, damit alle Welt meine Stärke erkennt. Dann wird dieses Reich als mein Reich neu erstehen. Okay, da hat einer anscheinend ein richtiges Problem. Wieder. Wieder Ausschluss. Schon wieder den Typen. Warum? Er ist doch hier. Mann, Junge, heul doch. Ja, klingt nach einer tollen Vorstellung, wenn der Stärkste die Schwachen beherrscht. Klingt nach einer guten Rettung für die Welt auf jeden Fall. Ach, Gaius. Du oller Typ. So, das ist der erste Kampf gegen Gaius. Den wir jetzt hier bestreiten. Beziehungsweise, es ist der Kampf gegen Gaius. Danach, also gleich haben wir nichts Zwischensequenz. Ich habe einfach schon wieder meine Kombo. Warum? Warum verraffe ich, dass ich Doppelzauber nicht anhabe? Verraff ich irgendwie immer. Generell muss ich ein paar Sachen am Layout ändern. Weil. Jetzt habe ich den falschen Zauberer noch gemacht. Ihr merkt, so Rotmagier, ich muss mich echt wieder reinfinden. So lange nicht gespielt. Ich gebe echt mein Bestes. Gleich haben wir die nächste Zwischensequenz. Würdig. Aber wer
seine Kraft nicht zu nutzen weiß, für den ist sie ohne Wert. Und da verschwindet Gaius. Vorerst. Allerdings müssen wir durch die nächste Tür. Jetzt kommen die letzten drei Bosse. Das heißt, die Hälfte an Bossen haben wir jetzt erst geschafft. Und wir sind schon, keine Ahnung, sehr lange drin. Lass mich dir wahre Macht zeigen. Und jetzt kommt der erste Kampf gegen die Ultima-Waffe. Bin ich der Einzige, der glaubt, dass sie, oder findet, dass die Ultima-Waffe aussieht, oder recht ähnlich aussieht wie, Bahamut aus Final Fantasy X. Also man braucht am Anfang nicht drauf hitten, also anfangen zu hitten, ja, damit er seine Laserstrahlen macht. Man muss die Rotation zweimal abwarten mit den Laserstrahlen. Erst nachdem er, jetzt ja bei der zweiten Rotation, erst nachdem er sie gemacht hat und dann helles weißes Licht gekommen ist, kann man ihn erst damagen. Jetzt kommt das weiße Licht. Und jetzt dürfen wir anfangen Schaden zu machen. Und vielleicht können wir wieder in den Nahkampf gehen. Sehr schön. Müssen wir ein bisschen aufpassen, weil jetzt benutzt er ein paar Techniken der Primae, gegen die wir bereits gekämpft haben. Das heißt, Alfred und Titan werden wir gleich wieder erkennen. Ah, erstmal kommt Garuda, glaube ich. Ja, Wind. Schön, wir die Mana-Balken vollknallen. Also hier gibt es jetzt nichts groß zu beachten, außer halt auf die Fähigkeiten der Primae achten, wenn sie gerufen werden. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das ist aber so das geringste Problem. Hier einmal nach innen gehen, danach nach außen. Ganz simpel. Jetzt können wir wieder in den Nahkampf gehen. Wegspringen, die Klingen nicht vergessen. Und wieder Mana volllaufen lassen. Der Kampf, der jetzt hier danach kommt, der ist ein bisschen anspruchsvoller. Aber auch nur minimal. Auch nur als Caster sehr schlimm.
als Bade sehr angenehm. Werde ich aber auch dann gleich erklären, wenn wir soweit sind. Und das dürfte der erste Kampf gewesen sein. So ist es. Willst du den Schild des Lichts durchbrechen, so brauchst du eine Axt der Dunkelheit. Und diese gebe ich dir in die Hand. Der Ultima-Waffe wahre Kraft, die ich dir noch nicht offenbarte. Wahre Kraft? Was meinst du? Selbst die Alaga verstanden ihre Macht nur ansatzweise. Das Herz dieser Waffe ist die gebündelte Kraft der Dunkelheit, Sabik. Unfassbar mächtige Magie lag für Äonen verborgen tief in ihrem Kern. Welche Magie? Etwas von unvergleichlich großer Macht. Die Ultima Magie. Die Primae aufzusaugen diente nichts anderem als der Rückgewinnung ihrer inhärenten Kraft. Die Verwirklichung ihres Potenzials. Nun schlägt das Herz der Ultima Waffe. Labria, worauf willst du hinaus? Ich will den wahren Gott erstehen lassen. Was? Verdammt, seist du Ashian? Entfessle deine Macht, Ultima. Lass uns einen flüchtigen Blick erhaschen auf des einzigen Gottes Macht. Selbst der sieben Höllen tiefster Schlund. Erhebe dich. Es tue dunkler Wirbel deine Kräfte kund. Sei entfesselt, Ultima! Du hattest wohl alle Hände voll zu tun, deine Heldin zu beschützen. Gaius van Beser, hier ist die Kraft, die du ersehnt hast. Nun kämpfe! Labrea, du bist mir ein paar Antworten schuldig. Aber lass mich zuerst diese Läuse hier zerquetschen.
von uns wird nun der Bessere sein. Und jetzt kommen wir zum finalen Kampf gegen die Ultima-Waffe. Also nicht der finale Kampf für das, für den Inhalt hier. Und danach kommt noch einer. Aber gegen die Ultima-Waffe. Der wird ein bisschen anstrengender. Aber nur ein bisschen. Das liegt aber auch nur an den Ads, die er spawnt. Wie gesagt, als Caster ist das halt echt die Hölle. Okay. Ja, wie gesagt, als Caster ziemlich dumm. Denn man sollte sich halt schon bewegen, wenn die Dinger auf einen, hier die blauen Punkte da schon mal auftauchen. Die machen nicht gerade wenig Schaden. Als Barde ist es halt super angenehm, weil man als Barde sich frei bewegen kann während dem Hitten. Das heißt, man rennt sowieso die ganze Zeit rum. Und jetzt muss ich mich schon die ganze Zeit umpositionieren. Was mega unangenehm ist. Wobei, wir haben ja eh gleich. Aber ist trotzdem unangenehm. Ihr seht, wie viele es sind. Man könnte sie erledigen, aber die spawnen immer wieder nach. Deswegen verstehe ich es auch voll und ganz, wenn man sie nicht erledigt. So, gleich haben wir ihn. Gucken, dass wir das Mana voll kriegen. Jetzt geht er einmal in die Mitte, macht nochmal einen finalen Angriff. Und derzeit muss man ihn erledigen. Was durchaus machbar ist. So, Mana ist voll für den letzten Kampf danach. Sehr schön. Das war Ultima Weapon. Oder die Ultima Waffe, Entschuldigung. Zugrunde, wenn Schwächlinge sie führen und Götzen sie narren. Woher kommt eure Einfalt? Verblödet ein Schaf an der Spitze sein Volk? Sucht die törichte Menge einen törichten Herrn? Jemand muss die Spirale durchbrechen. Was leugnest du? Die Wahrheit, obwohl du deine Fähigkeiten kennst. Wie kümmerlich. Du wolltest Stärke und ich habe sie dir gegeben. Aber du bist nur ein einfacher Sterblicher. Die Ordnung dieses Gestirns ist gestört. Wenn das so bleibt, wird nicht nur der Planet, sondern die gesamte Ätherwelt, die Gesetze der Existenz selbst, im Chaos entarten. Und die Wurzel des Übels ist Heidelin, der Krankheitsherd. Dem Planeten zuliebe muss dieser schwelende Herd ausgemerzt werden. Und dazu muss der echte, der wahre und einzige Gott neu erstehen.
Für die Herrschaft des Absoluten, des Meisters der Ashiens, muss alles zerstört und zerschmettert werden. Dafür müssen die Primae gerufen werden. Und eure Spielchen, sie zu jagen und sinnlos zu Äther zu zerstäuben, statt sie dem absoluten Gott zu überlassen, stören uns dabei. Euer kleines Talent soll zusammen mit dieser Feste untergehen. Lakaien Heiderlins, euer Licht wird im ewigen Dunkel verlöschen. Und jetzt kommt der letzte Kampf. Gegen die Habrea. Ja, ich muss echt sagen, dass die Zwischensequenzen, also für ein MMO sind die Zwischensequenzen dann einfach so unfassbar gut. Also wirklich so unfassbar gut. Also ich habe echt das Gefühl, man merkt, dass man merkt, wo das Geld hingeht, dass man monatlich dafür zahlt. Klar, wahrscheinlich nicht alles. Aber ich meine, es wird in Stand gehalten. Es gibt jede Woche gibt es Serverwartungen. Das Spiel läuft an sich flüssig, so hat man keine Probleme oder recht wenig Probleme. Ja. Da gibt nicht viel auszusetzen. Ich will jetzt nicht Werbung fürs Spiel machen, ist ja jedem selbst überlassen, ob er es spielen will oder nicht und halt monatlich zahlen will. Ich für meinen Teil sehe es als, ja, ich zahle dafür Geld so und ich bin damit auch recht zufrieden. Und zahle das Geld auch gerne und investiere meine Zeit in dieses Game. So viel dazu. La Habrea. Der wohl einfachste Kampf im gesamten Ding ist nämlich jetzt auch erledigt. Mann, das war ja spannend. Willst du das Dunkel durchtrennen, benutze die Klinge des Lichts. Was hast du vor? Thank you.
Ja, auch die Zwischensequenz war unfassbar geil. Ja, ich denke, ich mache hier jetzt einen Schnitt und werde dann gleich die nächste Aufnahme starten, weil das Video jetzt schon lang genug ist. Ich glaube, wir landen eh gleich wieder in der Zwischensequenz und haben dann eh noch einiges zu machen. Das war eine weitere Runde Final Fantasy 14. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen oder dem Ganzen einen Daumen nach oben geben. Ansonsten war es soweit von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!